Vielen lieben Dank, dass ihr meine Videos schaut und meinen Kanal mit über 3000 Abonnenten nach vorne gebracht habt. Dafür danke ich euch recht herzlich. Hallo, hier ist wieder euer Patrick. Ihr kennt mich sicher alle schon oder die meisten zumindest. Dies ist ein Video in eigener Sache. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken dafür, dass ihr eben meinen Kanal besucht, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr meinen Kanal abonniert und für die ganzen Konversationen, die wir auf dem YouTube haben können. Und ich muss sagen, zu 99% ist wirklich alles top. Da hat es wirklich gute Fragen. Es ist mir auch komplett egal, ob jemand null Ahnung von einem Thema hat oder ob er schon der Guru ist. Das spielt eigentlich für mich keine Rolle. Wichtig ist, dass man anständig miteinander umgehen kann, dass man eben Kommentare schreibt, die vielleicht dann auch andere kommentieren und so weiter. Und eben, ich kann es nicht genug betonen, ich danke euch vielmals. Mir wird auch immer wieder gedankt, dass ich diese Videos mache, aber das ist einfach etwas, das ich mir auf den Zettel geschrieben habe. Ich investiere extrem viel Zeit und recherchiere sehr viel. Und weshalb soll ich das alles für mich behalten? Gerade jetzt, wenn wir jetzt nur mal von der Kryptowelt sprechen, dann bringt es ja jedem etwas, wenn neue Menschen dazukommen in diese Welt und auch verstehen, lernen, was das Krypto überhaupt ist, dass es nicht nur um reines Geld geht, das man da machen kann, sondern dass es auch ein Stück Freiheit bedeutet und so weiter. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und ich denke, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ich gebe die Zuschauer, die nehmen und umgekehrt. Sie geben ja auch mir wieder viel mit Bestätigung, mit Daumen hoch und einfach die Konversation, die wir gemeinsam haben, die sind für mich sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube auch für euch da draußen sind die ziemlich wertvoll. Zu den Kommentaren in YouTube habe ich Folgendes zu sagen. Ich mache das schon länger. Also jeder Kommentar, der gemacht wird, muss von mir manuell freigegeben werden. Anfangs hatte ich das nicht so, da wurde einfach jeder Kommentar direkt aktiviert. Aber wie es halt einfach immer ist im Leben, es gibt halt einfach Leute, die sind einem nicht so wohlgesinnt oder auch der ganzen Community nicht wohlgesinnt. Und ich kann das einfach nicht ab, wenn jemand seine Reflinks von irgendwelchen Ponzi-Systemen da reinstellt oder Free Money und weiß ich da was alles posten will. Und halt auch die negativen Menschen, die einfach nur Negatives sehen, also keine Kritik dabei, wo ich also nicht konstruktive Kritik, so möchte ich das sagen, sondern einfach nur negativ. Und solche Kommentare, die lösche ich dann einfach. Ich lösche keine negativen Kommentare, wenn sie berechtigt sind, wenn wirklich eine Kritik drin ist und auch eine Begründung. Aber einfach nur, ja, ist doch alles scheiße. Sowas lösche ich einfach. Das echt nehme ich mir dann heraus. So, und das ist vielleicht eben auch der Grund, weshalb der eine oder andere Kommentar mal ein bisschen länger braucht, bis er dann wirklich erscheint und ich dann auch darauf antworte, weil ich das eben alles alleine und alles manuell mache. Und aus diesem Grund habe ich mir auch gedacht, hey, es läuft eigentlich alles so schön und ich denke, eben mit den fast allen habe ich super Konversation. Und weshalb machen wir dann nicht einfach eine Telegram-Gruppe zum Beispiel? Ich habe mir Telegram extra ausgesucht und nicht WhatsApp, weil bei WhatsApp ist es halt einfach so, dass die Telefonnummer, die Handynummer ist dort einfach sichtbar in WhatsApp. Und ich denke, das möchten die meisten nicht. Und in Telegram, da hat man einfach einen Namen und mehr eigentlich nicht. Da sehe ich nicht die Telefonnummern dahinter und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ich mache zwei Telegram-Gruppen auf. Die erste ist @tobg. Ich blende das dann hier gleich noch ein. Und in diese Gruppe kann einfach jeder kommen, der vielleicht sonst auch über YouTube kommentieren möchte. Dann ist es ein bisschen einfacher, weil halt in Telegram kommunizieren ist einfach schneller und weniger Aufwand, als das Ganze über YouTube zu machen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die heißt dann @tobg-support und dort ist dann wirklich so alles, was technische Fragen sind über Wallets, über Kryptowährungen, vielleicht auch über die eine oder andere Investition. Aber dort möchte ich auch nicht irgendwelche Krypto-Coins oder Tokens drin haben oder irgendwie das hinterletzte Ponzi-Investment und so, sondern das soll einfach ein bisschen geordnet ablaufen. Aber ich denke, wir sind alle erwachsen, das muss ich nicht erklären oder erzählen, das denke ich ist einfach selbstverständlich. Dann trotzdem noch ein paar Dinge, die gar nicht gehen von mir aus gesehen oder ja, die ich denke auch
für die meisten nicht interessant sind, wenn man diese Themen diskutiert. Das ist natürlich dann mal zum Ersten keine Reflinks posten in den Telegram-Gruppen, gilt genauso auch in, natürlich in den Videos. Und dann keine Diskussionen eben über offensichtliche Ponzis. Natürlich gibt es Investments, die könnten Ponzis sein, da weiß man es vielleicht nicht. Da kann man natürlich schon drüber diskutieren, aber ich denke mal, wenn es klar ist, dann möchte ich hier auch nicht jedes Investment kommentieren oder dann eben besprechen. Dann ganz klar kein Rassismus, das kann ich überhaupt nicht ab. Und dann über Politik reden wir auch nicht, ist keine Politdiskussion oder so. Ja, man kann schon mal Banken bashen, aber das jetzt lassen wir mal unter uns hier. Nee, ihr wisst, was ich meine, und ich denke eben nochmal, wir sind alle erwachsen, wir wissen, was sich gehört, Höflichkeit ist sowieso das Oberste. Und ich erlaube mir dann auch, je nachdem, wenn es ausartet, vielleicht halt auch mal einzugreifen und vielleicht auch mal den einen oder die andere dann aus dem Telegram-Chat zu entfernen, wenn es dann notwendig sein sollte. Ich bin in ein paar Chats, WhatsApp und Telegram dabei und ja, da gibt es halt einfach alles. Das ist einfach normal, das können wir nicht verhindern. Wir können das einfach ein bisschen managen, aber schlussendlich ist es gesunder Menschenverstand. Und ja, ich würde mal sagen, ich freue mich schon auf das zahlreiche Erscheinen von jedem und jeder, der hier das, die YouTube-Videos von mir schaut und natürlich auch andere, die vielleicht keine Videos schauen, die aber interessiert sind eben an den Themen Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, Investments. Aber Investments nochmals nur wirklich im kleinen Rahmen. Hauptsächlich geht es mir wirklich um die ganzen, ich sag mal, um die ganze Krypto-Szene eigentlich. Vor allem Blockchain-Technologien, ICOs können wir diskutieren und eben Coins, Tokens und so weiter. Da kann ich jeden nur oder möchte ich jeden herzlich willkommen heißen dann in der Telegram-Gruppe. Für alle, die Telegram verwenden, ihr könnt ja da über das Suchensymbol, über die Lupe, könnt ihr dann einfach suchen und dann könnt ihr einfach @tobg, das ist die, ich sag mal, die Standardgruppe, und dann @tobgsupport, das ist hier alles eingeblendet im Video. Könnt ihr beitreten, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr sagt, nein, ich will nicht, dass mich alle sehen oder so, dann klar, Video nach wie vor kommentieren, überhaupt kein Problem. Also das heißt nicht, dass ich nur noch im Telegram unterwegs bin, sondern natürlich ganz klar immer noch nach wie vor das YouTube, die Kommentare, die werde ich dort nach wie vor beantworten und bearbeiten, das ist klar. Telegram ist halt einfacher von der Handhabung her und es ist halt natürlich auch schneller. Ich muss da auch nichts freigeben und so weiter. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr dieses Video für gut befindet. Schreibt mir in die Kommentare rein oder eben neu dann auf Telegram. Wir sehen uns bestimmt. Bis dann, macht es gut und tschüss.